Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LS19 Goldgräber. Schön, dass du wieder dabei bist. Vielleicht sogar mit weihnachtlichen Grüßen. Ich weiß gar nicht, wann diese Folge erscheinen wird. Ja, heute haben wir, oder ich habe uns vorgenommen. Hä? Was? Wir haben uns heute vorgenommen, du und ich. Wir werden mal ein bisschen nochmal rumexperimentieren, beziehungsweise wir werden ein bisschen verkaufen und wir werden ein bisschen mal hier richtig schön arbeiten an der Mine. Dafür habe ich jetzt, ich habe da hier schon mal was vorbereitet, deswegen fahre ich gleich mal eben hier rüber. Und zwar, jede Menge ist wieder in der Anlage drin und jede Menge Paydirt. Wenn wir mal gucken, wie wir das mit den Paletten machen, dass die nicht zu voll werden, dann werden wir die verkaufen fahren und dann eventuell uns den Mähdrescher holen für unsere Bio-Diesel-Produktion. Jawohl. Eigentlich müssten wir jetzt die riesengroßen Freiflächen noch mit Solar zuclustern, dann würden wir auch noch mal richtig Geld verdienen. So. Wir haben nämlich hier in der Anlage noch mal so einen kleinen Kleckerbetrag drin von 160.000. Wir müssen wahrscheinlich auch die Wasseranlieferung noch mal laufen lassen. Deswegen würde ich mal eben diesen LKW ein bisschen aus dem Weg fahren. Bei mir zu Hause ist es ja auch so, ich habe ja auch so ein bisschen auf Stromspannung gestellt, deswegen sind alle möglichen Steckdosen auch mit Schaltern versehen. Und wenn man die nicht braucht, sind natürlich tagsüber aus. Ich weiß nicht, warum ich das gerade erwähne. Aber wenn ich zum Beispiel sagen würde, Alexa, Kinostecker ein, dann sind natürlich die Steckdosen an und es ist auch Strom drauf. Tut mir leid, ich kann kein Gerät mit dem Namen Kinostecker Steckdosen finden. Oder Alexa ist zu doof. Man könnte meinen, ich wäre gerade etwas abgelenkt. Jedenfalls. So. Wir haben zu schaffen. Guck mal hier, was für einen schönen Haufen wir hier gemacht haben. Das klingt völlig falsch. 17.000 Paydirt, Payload. Und hier das Wasser ist schon wieder leer. Ihr erinnert euch, da waren 200.000 Wasser drin. Das heißt, ich würde jetzt erstmal kurz mal die Belieferung des Lagers hier anwerfen. Dazu machen wir einfach mal den hier. Achso, das war ja wieder... Der musste erst einmal einfüllen. Und den hier machen wir an. So. Und dann gehen wir mal kurz rüber. Ich glaube, dann packen wir die erste Ladung Wasser, packen wir mal eben kurz hier in die Anlage. Ist wahrscheinlich auch leer. Achso, das war ein MRN, genau, den anderen hatten wir als Volvo genommen, wenn wir ein bisschen Abwechslung haben. Ich glaube, wir müssen auch hier nochmal einmal ein letztes Mal Diesel einfüllen, bevor wir den eigens produzierten dann haben. Boah, ey, das sind aber hier wirklich die Triggerpunkte des Todes, ne? So. Dann packen wir die mal voll und dann soll der anschließend folgende Sachen machen. Wassertanken an Wassertanken Goldmine und Wasser abladen Gold. Und das Ganze mit Wasser soll er machen. Das macht natürlich Sinn. Und der Kollege da hinten, der fährt jetzt den Paydirt in die Halle rein. Und den Diesel müssen wir dann auch noch mal einmal... Da müssen wir noch mal letztes Mal Diesel kaufen, fürchte ich. So. Dann macht der schon mal, was er soll. Und ja, hier haben wir fleißig geschaufelt. Und der holt jetzt hoffentlich automatisch weiteren Paydirt. Und wir fahren schon mal mit dem Trecker. Und dann können wir... Ja, und ich habe natürlich auch nicht aus den Augen verloren, dass wir dann natürlich die Stahlproduktion anschmeißen, aber die Beton-, Zementproduktion und so weiter und so weiter. Das machen wir dann auch. Aber jetzt erstmal so ein bisschen die Sachen hier im Auge. Oh, jetzt fährt er andersrum an die Tankstelle. Guck, das geht. Wir haben ja die Wahl gelassen. Wir haben ja die Fahrzeuge, wir haben ja jetzt die Möglichkeit, hier in beide Richtungen zu fahren. So, er fährt ran. Und er füllt auf. Sehr gut. Man könnte fast meinen, das hätte jemand gemacht, der so ein bisschen Ahnung von Automatisierung in diesem Spiel hat. Und dann hat man gesehen, das ist der Kanal von gerade rollt. Ja. Naja. So. 51%. Ich bin jetzt halt ein bisschen vorsichtig, weil ich wirklich Angst habe, dass der dann die Paletten überbordet.
Wir lassen mal zehnfache Zeit laufen. Also 15-fach. 62. Ah, es geht aber langsam genug, ne? Ne, der Payload ist schon mal weg. Uff. Ja, dann nehmen wir doch mal... wie machen wir das denn jetzt? Dann nehmen wir die Palette raus. Was ist eigentlich mit so einem Steinetransporter? Müssen wir auch mal gucken. Ist denn da jetzt der Preis mal woanders anders? Hä? Ja, wir können zum ersten Mal im Süden Steine verkaufen. Voll die Abwechslung. Also im Norden haben wir jetzt wahrscheinlich auch durch den Verkauf von gefühlt 35 Milliarden Tonnen Stahl die Preise nachhaltig erstmal im Eimer. Da kommt der nächste Payload angefahren. So, dann hier hin. Gucken wir mal, wie viel haben wir da noch? 13.000. Gucken wir, dass es in einem Rutsch durchgeht. Wir machen mal auf 30. Ne, geht nicht. Also es geht immer in so kleinen Phasen. Das ist eigentlich ganz gut. Dann können wir das schön abpassen. 750. Ja. Aber es kann jetzt auch sein, dass der Diesel alle ist, ne? Ne, noch ist was drin. 1500. Da müssen wir jetzt ein bisschen warten. Derweil können wir mal gucken, ob das mit dem Wassertransporter klappt. Ah, ich sehe. Mhm. Jetzt will wieder keiner nachgeben, ne? Der will ja perfektes Timing hier. Kommt immer noch Pay dort an. Krass. Ja, aber das mit dem Wassertransport funktioniert. Das ist sehr schön, das freut mich. Und ja, mittlerweile wächst auch der Raps. Den brauchen wir ja dann. In der Anlage heran. So, und hier haben wir zwei. Pass auf, wir machen nochmal eine Stufe schneller. Also 5000 sollten drauf passen. Na komm, Anzeige, wo bist du? Hä? Wieso geht denn manchmal die Anzeige nicht hier? Hallo? Hallo? Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Aber jetzt könnte auch wirklich der Diesel alle sein. Da müssen wir gleich mal gucken, wenn der einmal... der Eimer Wasser noch mal rum ist. Ist ein bisschen schade, ne? Wir wissen jetzt eigentlich schon, dass wir das Geld demnächst uns sparen können, aber... nee, 2000 Liter Diesel sind noch drin. So, eigentlich... müsste es hier noch weitergehen. Was will er mir denn hier anbieten mit Befüllung starten? Ich bin verwirrt. Ich könnte es aber auch hier nachgucken. Und zwar... ja, vielleicht sollten wir den Goldprozessor hier... aber wir haben ja nur den einen, ne?
So, Gold, Füllstand, Paydirt ist leer. Ach, wirklich? Na gut, ja, dann können wir langsam verkaufen fahren. Was sagt denn der Paydirt-LKW? Kommt hier denn noch was? Oh ja, aber warum geht's nicht weiter? Fehlt hier auch schon der Diesel? Oh nein, unsere Produktion von Diesel ist noch gar nicht fertig. Wir können es aber wirklich so machen, dass wir jetzt sagen, okay, wir wollen das ja mit Diesel betanken, dann lassen wir die anderen jetzt stehen und lassen die erst weiterlaufen, wenn unser erster fertiger Diesel da ist. Was haltet ihr denn davon? Ist eigentlich gut, ne? Pass auf, dann machen wir Folgendes. Dann holen wir jetzt noch die Sachen hier einmal rüber. Und ja, dann haben wir... Wir müssen noch mal den Steine-LKW wieder ans Laufen bringen. Der muss ja aber jetzt nach Süd abladen. Denn mittlerweile sollten auch wieder eine ganze Menge Steine angekommen sein eigentlich. Und da kriegen wir noch mal eine Ladung Paydirt. Gucken, wie viel das ist. Und ich schaue mal kurz nach den Steinen. Ich trainiere gerade übrigens für einen Marathon, wie man sieht. Naja, 114.000, das ist ja auch nochmal ein bisschen was. Und den Wasser lassen wir einfach mal weiter befüllen. So, dann haben wir nochmal Paydirt und jetzt ist die Palette bei. Okay, das waren nur noch so viel. Na gut. Und da wird fleißig produziert. Und jetzt sollte... Ja, dann nehmen wir die jetzt so mit und verkaufen den ganzen Kram. Damit wir dann passend, wenn der Raps reif ist, auch den Mähdrescher haben. Und dann vielleicht schon die nächsten Maschinen planen können. Was wir auch machen können, wäre mal eine Palette Steine woanders hinfahren. Aber ich würde gerne dann lieber mal den Paydirt unten in die Fabrik fahren. Da müssen wir uns noch überlegen, wie wir das am besten machen, weil das ist auch so ein Träger, glaube ich, zum rückwärts reinfahren. Ich müsste mal mit einem LKW, vielleicht mit dem, auch wirklich mit dem Volvo mal dahin fahren. So, dass man dann einfach mal schaut. Das war nochmal die Spango. Ich habe R gedrückt. Warum macht das nicht? So. Dass man einfach mal schaut, ob man vielleicht da mit so einem LKW dann so eine Strecke einfahren kann, dass auch damit sozusagen Payload angeliefert werden kann. Weil diese Muldenkipper, die sind ja vom Style her ganz cool, also diese Dumpster oder wie auch immer die richtig heißen, ne? Aber halt unpraktisch. Das sind sie, ne? So, der beste Goldpreis ist mal wieder beim Palettenverkauf. Wer hätte das denn gedacht? Das ist ja völlig überraschend. Und dann kannst du schon mal dahin fahren. Tja, und dann werden wir diesmal 3 Paletten Gold verkaufen. Und der Kollege hier fährt noch fleißig Wasser. Das könnte er aber dann auch langsam mal lassen. Also ich habe da ehrlich gesagt schon einen Unfall gesehen. Okay, pass auf. Wir müssten dann... Ich habe übrigens auch mal mit einem anderen Förderband was getestet. Und zwar, das da hinten ist ein Förderband mit Autoload. Ganz ehrlich, damit es hier irgendwie gut aussieht und so weiter, geben wir uns den Hassel mit diesem komischen verbundenen Knick-Fahr-Hin-und-Her-Förderband. Das Ding kostet irgendwie 6.000 Euro oder so. Wir könnten auch so eins nehmen, was Autoload drin hat. Das ist das gleiche in grün. Oder in dem Fall in, ja, ganz, ganz dunklem Braun. Und das kann das ohne dieses blaue Ding da dran. Und da kann man auch vernünftig das rangieren. Ich glaube, ihr seid einverstanden, dass wir bei den Summen, die wir hier verdienen, dass wir sowas zum Einsatz bringen, oder? Da bin ich mir fast sicher, dass ihr da einverstanden seid. Fährt er jetzt durch? Nee. Und ja, dann haben wir ja noch jede Menge zum Verarbeiten eigentlich. Aber ich würde jetzt wirklich sagen, wir machen das, wenn der Raps reif ist. Gucken wir mal, wie weit ist denn der Raps, während wir darauf warten, dass der Verkäufer... Beim, ja, das ist natürlich auch klasse. Hm.
Der ist gleich da. Und dann wissen wir schon mal, welchen Drescher wir. Wenn ihr bis zum Ende dran bleibt, dann seid ihr natürlich noch beim Drescherkauf dabei. Ich habe hier noch ein bisschen was schöner gemacht. Habe ein paar Betonflächen hier hingepinselt, da wo es schöner aussieht. Ne? Also damit es auch wirklich schön ist. Und wir sehen hier, da ist unser erster Biodiesel, ist hier im Wachstum. Lecker, lecker. Können wir also bald ernten. Und dafür brauchen wir den Drusch. Der macht hier einfach weiter. Aber warum nicht? So soll es ja auch sein. So, und wir nähern uns den Palettenverkauf. Auch hier übrigens, ne? Ich habe diese ganzen Strecken eingefahren, aber hier fehlt zum Beispiel noch alles. Also diese Map ist so unfassbar groß. Ich habe überlegt, ob ich den Plus-Zuschauern eventuell die Strecken, die ich eingefahren habe. Also da kann man ja wirklich nicht sagen, dass ich da irgendwie was gemacht hätte. Also im Sinne von Risikoverlinkung oder so. Ob ich da vielleicht denen die anbiete oder so. Ich habe sonst keine andere Download-Möglichkeit. Download? Upload? Ah, ihr wisst, was ich meine. Mal schauen. So. Also, welcher Drescher wird's? Ich würde sagen, das Gold hier sollte eigentlich reichen für den Drescher, würde ich mal meinen. Da ich immer vergesse, wo ich hin muss, lasse ich mal den Helfer fahren. Und tu so, als wäre das das Normalste von der Welt. Also hier verfahre ich mich wirklich immer. So, hier habe ich übrigens, glaube ich, auch noch neue Strecken angefahren. Kann man das hier sehen? Nee, das war auf der anderen Seite. Da hinten. Naja. Wow. So, wir verkaufen Gold. Jetzt geht's los. Erstmal fahren wir natürlich wieder ganz ungeschickt hier so hin, dass wir hier nie wieder rauskommen. Das war sehr toll, Garderol, hast du das gemacht. Man muss den ja auch immer ab und zu mal loben, den YouTuber. So, Und YouTuber-Lob sind ja dornige Chancen. Ne, wie heißt das? Irgendwie so. So, warte mal. So, ganz easy mit Deichsel rückwärts fahren ist ja überhaupt kein Problem. Das kann ich ja. Bin ich Profi. Wissen viele gar nicht. Weiß gar nicht, warum die das nicht wissen. Und dann müssen wir natürlich die Bänder losmachen. Das, nicht, dass wir den ganzen... Wir können natürlich den ganzen Wagen abkippen, aber das ist jetzt nicht im Sinne des Erfinders. Wobei, ich habe doch den Mod drauf, mit dem ich umgekippte Fahrzeuge wieder aufrichten kann. Vielleicht können wir einfach den Wagen neben die Rampe stellen, die Bänder losmachen und dann den Mod benutzen und dann das ganze Fahrzeug umkippen. Von wegen hier niedriger Palettenwagen brauchen wir dann gar nicht. Dann machen wir das so. Ne? Ist das eine tolle Idee? Nee, ne? So. Also, Palette 1. 3100 Liter, sagt das Spiel, Gold gibt 88.000. Oh, oh. Ich glaube, das reicht nicht für den Drescher. Ich glaube, wir müssen... Oh, nein. Da müssen wir noch mehr schaufeln. Ich wollte es ja eigentlich so haben, dass wir das jetzt nur noch mit Diesel machen, den wir selber herstellen. Aber ich glaube... So, hier haben wir nochmal 2000, also nochmal 80.000. Dann sind wir bei 360.000. Das reicht nicht. 325 nur. Oh, oh, oh. War denn auf der letzten Palette mehr drauf? Die war, glaube ich, ganz voll, ne? Oh, weia. Weil es ist ja nicht nur der Drescher. Es ist ja auch noch... Wir brauchen ja auch noch das Schneidwerk. 4.300, okay. Ja, und den Drescherverkauf habe ich ja versprochen. Den Drescherkauf habe ich ja versprochen fürs Ende der Folge. Und das waren nochmal 123.000. Jetzt sind wir bei 449.000. So, dann gucken wir mal dem hier ein bisschen beim Arbeiten zu. Und währenddessen suchen wir uns einen Drescher raus, der dann zu dem Budget passt. Beziehungsweise wir schauen mal erstmal nach den Schneidwerken. Welcher hat denn das breiteste Schneidwerk? Dann nehmen wir den. Bei den Klaas 12,3 Meter. New Holland und Case 13,7 Meter und John Deere auch. Ja, dann ist es ja sogar so. Dann müssen wir in Anführungszeichen die ja sogar nehmen. Die Frage ist, nehmen wir jetzt einen Case, einen John Deere oder einen... Ich glaube, wir haben während unserer Projekte noch keinen John Deere gehabt, der passt ja ganz gut in die USA. Das heißt, wir würden dann einen passenden Drescher zu diesem Schneidwerk uns holen. Das Schneidwerk alleine kostet schon 89.000, mind you. Und das war das, welches war das jetzt? Das 6...
645 FD. Genau, 645 FD. Und das kann auch rapsen, ne? Nicht, dass ich da jetzt irgendwie so ein Corner-Case habe und dann ist wieder alles falsch und die ganzen Zuschauer, also nicht nur die halben Zuschauer, sondern die ganzen Zuschauer schimpfen mit mir. Ja, das kann Raps. Gut, dann können wir den Drescher schon mal kaufen, aber verschneit weg noch nicht, oder was? Was wäre denn mit dem etwas kleineren? Wie viel ist das etwas kleinere denn kleiner? 7,6. Nee, das ist mir nicht gut genug. So, also. Der Drescher. Das kann man ja noch konfigurieren. Oh, Zwillingsbereifung? Nee. Aber Breitreifen schon, ne? Ja. Dann ist es in der Tat so, dass wir in der nächsten Folge geht's dann los mit dem Dreschen. Ich werde dann aber jetzt mal eben die Zeit vorlaufen lassen, denn dann kann auch der Steine-LKW wieder verkaufen fahren. Und ich glaube, wir haben hier auch genug Wasser getankt. Da war uns der neue Drescher, den wollen wir uns ja angucken, ne? Ja. Oh. Ist das was? Ich würde sagen schon. Ja, wir haben ja keine BGA, ne, wo was reinläuft, also. So, bis 7 oder 8 Uhr muss es, glaube ich, ne? So, jetzt auf jeden Fall. Ja, und bei der nächsten Ladung Steine quasi, das wäre dann in der nächsten Folge, können wir uns ja dann schon das Schneidwerk leisten. Und wahrscheinlich ist dann auch das Getreide schon reif. Wir gucken mal gerade, ob das alles jetzt so hinhaut, was ich gerade behauptet habe. Der, ja, natürlich müsste der auch losfahren, klar. Und der hier kann übrigens wieder nach Hause fahren. Das mache ich gleich offscreen sozusagen. Der kann einfach weiter Wasser tanken, warum nicht? Und wir schauen mal kurz, wie sieht es hier aus? Hier ist es noch im Wachstum. Okay. Ja, das heißt, ich kann jetzt einfach mal weiter nochmal ein bisschen schaufeln, während das hier wächst und so. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei wart. Und ich freue mich mit euch gemeinsam auf die nächste Folge. Achso, und Steine verkaufen wir auch noch jede Menge. Aber das, wie viel sind es geworden? 114.000. Aber ich werde keinen Diesel kaufen mehr. Wir werden nur noch unseren eigenen Diesel nehmen, würde ich sagen. Also, jetzt aber. Wenn ihr übrigens die ganze Staffel gesehen haben, gehättet haben, gewolltet, Garderol Plus. Link in der Videobeschreibung, Erklärung dazu. Und danke für eure tolle, tolle Unterstützung meines vollkommen werbefreien Angebots in bester Qualität mit Let's Binge. Und zum Download übrigens. Haben jetzt auch ein paar Leute geschrieben, dass sie es total cool finden, dass sie es jetzt überall gucken können, gerade wenn auch mal das Internet ausfällt. Also, macht's gut. Tschüss.